Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 25. Mai, 8:31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben hier auf der rechten Seite die Big Number 15.607 zu 15.592. Das wird die Big Number heute Morgen sein. Also historisch hier oben die 15,6. Wir blicken auf den gestrigen Tag und auf die Wohlerboxen, der Elver Box, eine Blue Box, Entschuldigung, Elver Blue Box. Oh, hier der 32er auf dem Minutenchart. 19er konnte man gut reden, eine 20er konnte man gut reden. Also, da war doch gestern einiges noch hier zum Traden. So, wir haben jetzt die Big Number platziert. Schauen wir einmal auf die Wohlerboxen Boxen und gestern. Einmal hier rein, da oben im zweiten raus, hier rein, im ersten raus, hier im ersten raus, da im zweiten raus. Also auch da gute Wohlerboxen. Und jetzt schauen wir uns an, wo werden wir denn heute die Wohlerboxen reinbekommen, auf welchem Niveau. Und wir sehen bei 15.585, 585, auch hier trage ich das mal ein. 85, 85, 85, 85. So. So. Da wird also in Richtung Gap Close die Wohler Box reinkommen. Mach das mal grün. Gleich wieder die einen oder anderen Clubmitglieder fragen, wo kommt denn die Wohler Box hin? Also, das wird voraussichtlich die Box sein. Und jetzt gehen wir einmal in die großen Zeitebenen und fangen selbstverständlich heute mal wieder an mit Bitcoin. Bitcoin, wir sehen das Verlaufstief hier unten, 28.250. Wir sind 10.000 Dollar höher aktuell, wenn wir uns unsere Vorlagen Zack-Linie sind wir auf Daily Basis Short, auf Wochenbasis immer noch Long. 4 Stunden Short, Stunde sind wir schon Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long und auch hier nochmal Tagesstrategie Pro angesetzt. Wie sieht das Ganze aus? Wir sehen hier den 200-Tages-Durchschnitt, den haben wir gestern hier durchbrochen. So. Und haben also hier die leichte Unterstützung. Und wenn wir bei Bitcoin bleiben und die Fibonacci hier reinziehen, bleibt das Niveau, was wir vorhin schon erwähnt haben oder was für die Tage hier unten wird es dann richtig ungemütlich. Jetzt ist das Wetter schon ungemütlich bei Bitcoin, aber darunter sind wir dann im Short-Modus. Alles, was da drüber sind, aktuell hier oben, ja, ist einfach Luft holen. Zwar heftig, aber die Renditen sind auch da ja extrem gewesen. Also 61,8 Retracement darunter, alles darüber sind wir noch im Long-Modus, wenn man an Fibonacci-Zahlen und Fibonaccis glaubt. So, dann gehen wir in den Vergleich rein. Wie sieht es aus bei Ethereum? Und dann gehen wir in die Old Economy mehr oder weniger. So, Ethereum. Sehen wir, 100er Durchschnitt ist hier angekommen. Und da war die Unterstützung. Ja, die Sonne hier. Und wir sehen es. Wir sind hier runter. Bodenbildung bei 1822. Wir sind jetzt bei 2001, bei 2600. Ja, also auch da kräftig prozentual gestiegen. So, und jetzt gehen wir hoch und starten mit Gold als nächsten. Gold auf Daily Basis Long, Weekly Long seit dem 1. Mai. Mehr oder weniger haben wir dort auf Wochenbasis auch Long Setup in Gold. Öl hatten wir eben schon angeschaut, aber können wir uns auch nochmal anschauen. Hier auf Daily Basis die Weeklies. Ja, hier haben wir einen Deckel drauf bei 66,90. USD, Nasdaq, Entschuldigung,
Auch hier nehmen wir mal Zickzacklinie rein. Wie sieht es dort aus? Zickzacklinie. Sind wir long? 4 Stunden long, Stunde long, 30 Minuten long. Also alles aktuell long. Ich muss jetzt nur einmal, genau, DAX haben wir scharf geschalten. Okay. So, dann haben wir Dow Jones. Gehen wir von 30 Minuten hoch auf den Stundenlong. 4 Stunden Tagesbasis sieht sehr schön aus hier wie ein Strich. Und Weekly auch. Also da sieht alles long aus. Und dann gehen wir in The DAX rein. Ja, DAX All-Time High. Und auch hier sehen wir 15.575. Also alles long, also Rekordniveau auch im DAX. Also alles sehr, sehr bullish aktuell. Und wir warten jetzt auf unser Setup MTX, Master Template X. Da sieht es sehr spannend aus. Wir haben hier ein Short Setup mit einem Long Setup verbunden. Also unentschieden haben wir auch selten. Wir nehmen das letzte, Set 4, Differenz 520. Bleiben wir. MTX ausführen. Wir kommen ein Tickchen besser rein. 80 und Short. Sekunden jetzt bis zum Start. Ralf, guten Morgen. Rudolf, Joe, guten Morgen. Wolfgang, Rainer, guten Morgen. Dennis, guten Morgen. So, 9 Sekunden, 7. Und wir kommen direkt in die Vola-Box rein. So, 15.570. Das mal zur Seite hier. So, 85 und 15.570 Short. Das ist die Vola-Box, 25. Mai. Und die nächste Vola-Box liegt bei 15.549. Der Markt ist auch sehr verhalten und wir sind short im ersten Trade und somit ist das jetzt amtlich der erste oder der Eröffnungstrade wird eine Vola-Box, ein Vola-Box-Trade sein. Wir sind short. Auf der gegenüberliegenden Seite 15.85 liegt die Gegenorder und ab dem zweiten Trade wird dann versucht, auf angepasst zu gehen. Die nächste Vola-Box liegt bei 50 und der Breakout. Und wir sind raus. So, verkehrten Knopf. Hier haben wir hinten die Tröte, der Hafen. Also, das war der Eröffnungstrade und somit verabschiede ich mich mit bei den YouTubern. Und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter. Die nächste Box könnte hier die 15.549 sein. Das ist die nächste Vola-Box und da platzieren wir also unseren nächsten Trade. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns morgen wieder. Jetzt gehen wir in den Live-Trading-Raum, machen dort weiter. Also bis morgen.